Hallo und herzlich willkommen da draußen zu einer neuen Folge Was ist? Und heute geht es um Just Land. Just Land ist eine neue Plattform der Tron Foundation und hier zeigt Justin Sun wieder einmal, was möglich ist über die Tron Plattform. Ich bin ja immer wieder schockiert, wenn ich Ethereum verwenden muss, wie teuer hier alles ist. Und diese Plattformen wie Just Land gibt es auch schon zur Genüge auf der Ethereum Plattform, aber habe ich mir bis dato noch nie angeschaut, weil einfach die Gebühren hier extrem sind. Ich kann es immer noch nicht verstehen. Also ich habe mich die Tage auch wieder mal ein bisschen mit Uniswap auseinandergesetzt. Und wenn du hier mal für so einen Swap, also wenn du Just Swap, das heißt ja alles Just Land, Just Swap, wenn du Just Swap gewöhnt bist, dass im Prinzip das alles nichts bis wenig kostet und dann bist du mit Ethereum konfrontiert, wo plötzlich ein Wechsel 6, 7 Dollar und mehr kostet, dann denke ich mir dann immer, was ist los da draußen? So, jetzt hat die Tron Foundation eine neue Plattform rausgebracht und zwar Just Land. Just Land wurde wieder verbunden mit der Sun-Plattform, also hier greift wirklich immer schön eins in das andere und es haben mich jetzt sehr viele Leute gefragt, Michael, was machen wir jetzt mit unseren Wink? Wir haben ja sehr viele Wink-Holder bei uns in der Gruppe und du kannst jetzt hier ja den Wink wieder in das, also in den Wink-Land-Pool geben und hier gibt es aber eine ganz besondere Geschichte, wo ich noch nicht genau weiß und verstanden habe, wie es bis jetzt funktioniert. Ich habe gestern mal einen kleinen Pool aufgemacht und wir schauen uns das heute einfach mal gemeinsam an. Weil es gibt immer die Rewards in Sun und in Win. Ich wurde jetzt gefragt, ob es Sinn macht, den Wink-Pool auf Wink aufzulösen. Ja? Also ich habe meine Wink, auch wenn ihr hier 000 seht, ja, das ist ein Test-Account, ich habe meine persönlichen Wink nicht aus dem Freeze gegeben. Ja. Es ist zwar so, damit, wenn ich jetzt hier mir die, also ich habe jetzt hier mal 1 Million Wink reingemacht, wenn wir uns jetzt hier die Ergebnisse der letzten Tage anschauen, waren die Ergebnisse von Wink teilweise bedauernswert. Ja. Noch dazu, wenn ich mir jetzt anschaue, ich habe jetzt hier in diesem Pool 34.857 Wink drinnen. Ich habe einfach 100 Tron, glaube ich, in Wink umgewechselt. Ja, 34.900 ist eine schönere Zahl. So, ihr seht schon, ein Wert von 100 Tron, die habe ich gestern schnell umgewechselt. So, und wenn ich mir hier die Ergebnisse anschaue, dann ist das so, damit ich die letzten Tage hier hätte ich 0,16 Tron bekommen. So, wie viel Wink sind das jetzt wieder, ist natürlich wieder die Frage. Gut, das wären jetzt 56 Wink gewesen. Und wenn ich mir das nämlich hier auf der Plattform anschaue, ich habe die gestern Abend reingesteckt und würde jetzt hier 2,78 Wink rausbekommen. Also im Endeffekt muss man jetzt sagen, wenn ich meine Wink auf der Plattform lasse, ja, und es kommt hier eine so eine Auszahlung, diese eine Auszahlung, da können schon wieder 2, 3 Tage keine Ergebnisse kommen, damit das Ganze wieder aufhebt. Ja. Also einfach nur, um das Ganze vorne wegzunehmen, ich nehme meine Wink nicht aus dem Freeze. Ja. Das hat auch noch einen anderen Grund, weil wenn ich meine Wink aus dem Freeze nehme, dann bekomme ich ja auch keine BNB Rewards von der Binance Smart Chain, vom neuen Blink Casino. Deswegen lasse ich die dort eben drinnen. Aber
Es ist ja gestern wieder so gewesen, dass Wink hier einen richtig schönen Pump hingelegt hat. Und ich habe die letzten Tage hier Wink unten sehr, sehr intensiv getradet und hier oh, ein paar Winkies aus dem Markt gezogen. In der Gruppe hieß es sogar, wir haben Wink gezogen bis zum Abwinken. Und ja, gestern natürlich wieder sehr, sehr volatil gewesen, die ganze Geschichte. Ich blende das hier jetzt mal kurz aus, damit ihr seht, was hier dann nochmal passiert ist. Also hier ein paar wunderschöne Dochte noch nach unten und nach oben hier passiert. Was natürlich richtig schön ist, weil wenn man sich anschaut, wie viele Order hier mitgenommen wurden bei diesem Docht, ist natürlich schön. Ich habe gestern den Pump jetzt genutzt, um wieder aus dem Markt zu gehen und mich neu zu positionieren. Können wir auch ganz gut schauen hier. Ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Ich wollte eine Dreier-Kombo aufbauen und also ich habe die auch aufgebaut. Und also so eine Dreier-Kombo meine ich deswegen, weil der Step ist 3 und deswegen baue ich einfach immer im Abstand von einem Step einen Bot auf. Das heißt, ich habe den ersten gestartet bei 299, dann bei 298 und habe mir aber dann gedacht, nein, ich setze den anderen über 300. Da haben wir gedacht, 301. Ja, hahaha. Ich habe aber bei 299 gestartet, deswegen blieb mir wieder einer frei. Jetzt habe ich nochmal einen aufgemacht, damit ich hier trotzdem wieder alle Order abdecke. Also das meine ich hier mit diesem Dreierpulk, Viererpulk, Zehnerpulk zum Beispiel bei TRX zu BNB. Und also ich schaue immer, wenn es geht, ja, damit ich hier sowas aufbaue, weil ich finde es einfach toll. Ja, du nimmst einfach hier wirklich bei jeder kleinen Bewegung nimmst du etwas hier mit aus dem Markt. Und ihr seht schon von gestern auf heute und diese Bots habe ich gestern nach dem Pump aufgemacht und dieser Pump war hier irgendwo bei 21 Uhr. Ich habe gestern Abend ein bisschen die Zeit übersehen. Um 21 Uhr circa habe ich diese Bots wieder gestartet und jetzt über Nacht 1,26% Gewinn. Wahnsinn. Also gut. Ich habe, wie gesagt, jetzt in den letzten Wochen schon etwas intensiver getradet. Auch jetzt die letzten Tage nochmal richtig kompakt im US-Dollar-Markt. Ich trade Wink grundsätzlich fast nur noch in der Option 5. Hier habe ich mal wieder ein bisschen durchprobiert, Option 2, 3, 5. Aber grundsätzlich ist es so, am Anfang oder wenn du vielleicht noch am Anfang stehst und sagst, ich möchte jetzt hier mir ein Portfolio aufbauen, dann empfiehlt es sich vielleicht sogar Wink in der Option 4 zu traden. Aber ansonsten, wie gesagt, ich will mehr Tron, ich will mehr Wink. So, und jetzt ist es so, über JustLand gibt es die Möglichkeit, also gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten nun. Du kannst erstens Coins hinterlegen und bekommst dafür Renditen wieder. Ja, die haben wir hier ausgeschrieben. Waren gestern übrigens noch auf 50% und die werden auch in den nächsten Tagen, glaube ich, immer mehr fallen. Und du kannst dir Geld ausleihen. Das habe ich noch nicht probiert, das werden wir heute vielleicht gemeinsam schnell probieren. Ich habe jetzt von ein paar Sachen, also es geht ja sehr einfach, das Ganze über JustSwap habe ich gestern eben hier geswappt und hier auf JustLand eben hinterlegt. Das funktioniert ganz einfach. Ich zeige es euch einfach jetzt nochmal mit, was habe ich nicht gemacht. Ich habe mir Just Tron wrapped. Ich kaufe mir noch ein paar USDT. Also, ich habe Tron schon in meinem Wallet. Ich gehe hier einfach auf JustSwap. Dann gehe ich hier auf USDT und sage, ich möchte für 50 Tron, dann nehmen wir wieder 100 Tron, möchte für 100 Tron das Ganze in USDT umwandeln. Dann gehe ich hier auf Swap. Genau. Das einmal bestätigen. So. Und das war's schon. Wenn du Energie gespeichert hast, dann war das Ganze jetzt kostenlos. Wenn nicht, dann hast du wahrscheinlich so ein, zwei Tron verbrannt. Also so 0,05 Cent, 6 Cent vielleicht.
Gut, ich habe jetzt hier meine US-Dollar. Jetzt kann ich wieder zurückgehen zu Just Land und sagen, hier auf Supply muss ich zuerst das bestätigen, ob ich hier wirklich, also zuerst wird geprüft, ob ich wirklich hier USDT habe. Dann gehen wir hier auf Max. Das Ganze nochmal bestätigen. Okay. Fertig, das war's. So, jetzt haben wir hier den Pool hinterlegt. Was das genau bedeutet, ob man das ein- oder ausschalten sollte, weiß ich noch nicht. Ja. Ich habe mal ein paar Sachen durchprobiert. Ich bin jetzt gerade dabei. Also ich habe mir das White Paper durchgelesen. Ich habe ein paar Sachen einfach noch nicht zu 100% verstanden, wo ich mir noch nicht ganz sicher bin. Deswegen, ich habe jetzt auch in der Tron Community, also in der Just Land Gruppe schon ein bisschen nachgefragt. Da herrscht auch noch etwas Verwirrung. Also ich finde es grundsätzlich ja etwas schade, damit, wenn ich so eine Plattform rausbringe, damit es hier nicht eine ordentliche Erklärung dazu gibt, was bedeutet das alles, ja? Sondern man muss sich hier immer so ein bisschen durch, ich will nicht sagen durchkämpfen, aber durchtesten und erst im Laufe der Zeit kommt dann später raus, ja, das ist hier, das ist dort, das kann man hier machen. Vielleicht bin auch ich noch zu wenig tief in dieser Materie drinnen, weil ich ja in diesen ganzen Landings noch nicht so den wirklichen Sinn sehe. Wenn es aber jetzt hier eine Möglichkeit gibt, damit ich meine Coins verleihen kann und ich dafür quasi, wenn ich der Kreditgeber plötzlich werde und ich einen Kredit geben kann und ich davon profitieren kann, dass sich jemand bei mir einen Kredit nimmt, dann sieht die Sache schon wieder etwas anderes aus. Und ich glaube, dass das hier so ein bisschen vielleicht der Hintergrund ist. Ja? Das heißt, ich kann hier einerseits meine Coins geben und ich kann mir aber auch hier Coins ausleihen. So, dazu muss ich aber zuerst Coins hinterlegt haben und ihr seht schon Enter Follow im. Ich meine, ich würde hier 2,21% Zinsen zahlen, ja. Aber wie gesagt, ich bin noch nicht genau dahinter gekommen, wie das alles funktioniert. Deswegen, ich bin gerade noch am Durchschauen, auch mit der Community. Vielleicht funktionieren manche Sachen auch noch nicht so ganz genau. Ich zeige euch jetzt einfach mal das, was ich weiß, ja, und wo ich weiß, dass es funktioniert. Und also mir geht es einfach nur darum, damit ihr seht, hey, hier ist was Neues, ja, damit ihr euch selber auch vielleicht damit befasst und immer ein bisschen Einblicke in diese Kryptowelt bekommt, weil dieser Kryptozirkus, wie ich ihn gerne immer nenne, wird ja mittlerweile einfach immer umfangreicher. So, also gut, ihr habt es gesehen, ich kann das jetzt swappen, dann klicke ich hier auf Supply und dann habe ich das hinterlegt. Sobald ich das hinterlegt habe, bekomme ich hier einen Pool freigeschaltet. Genau, ich habe jetzt den USDT Land Pool und wenn ich hier auf Manage gehe, dann sehe ich hier eben dann später die Rewards, die ich bekomme in US-Dollar und die Rewards, die ich bekomme in SAN. Ich habe hier ja wirklich nur Kleinstmengen hinterlegt, ja? Und deswegen ist es so, wenn ich hier auf Wistro gehe, hier habe ich ein paar Wrapped BTT verdient, hier habe ich ein paar Win verdient. Und diese Win werde ich jetzt einmal auszahlen, einfach auch nur, weil ich wissen will, was bekomme ich dann überhaupt ausgezahlt. Also ich habe diese Funktion jetzt hier noch nicht verwendet, aber es kann jetzt großartig nichts passieren. Ich habe 34.857 Win gestern Abend eingezahlt. Jetzt drücken wir hier auf Withdraw. Okay, das heißt, wenn ich jetzt hier auf Withdraw gehe, bekomme ich trotzdem wieder meine 34.875. Ich muss nochmal hier hingehen. Ah, nee, auf die Sun-Plattform wollte ich gehen. 38.000 earned
2,53. Das ist jetzt eine interessante Geschichte. Ich habe nämlich nicht drauf geachtet, ob ich gestern, wie viel ich gestern geswappt habe. Moment mal ganz kurz, ich muss jetzt zuerst mal nochmal schauen, wie viel habe ich gestern in Wink geswappt. Dann kann ich euch nämlich jetzt noch sagen, wie viel habe ich hier gestern reingesteckt? Ob man hier eventuell die Zinsen direkt hineinbekommt. Okay, ich habe gestern ich zeige euch das jetzt mal einfach ganz kurz. Ich habe das gestern nämlich geswappt und ich habe gestern 34.854 Wink bekommen. Das bedeutet, das Guthaben wird hier direkt gleich drauf gebucht. Also ihr seht zwar hier, was ihr Gewinn gemacht habt, das Guthaben wird hier direkt drauf gebucht. Und wenn ihr könnt das dann einfach im Gesamten zurückziehen. Gut, ich nehme das jetzt trotzdem mal raus. Weil mich auch noch etwas anderes interessieren würde. Das heißt, das ist so ineinander, miteinander verbunden. Was mich nämlich jetzt noch interessieren würde, ist einfach die Tatsache, ob auch dann bei dieser Transaktion jetzt hier ein paar Sun mit in meinem Wallet kommen. Grundsätzlich sollte es nämlich so sein. Es kann jetzt natürlich so sein, dass diese Menge so gering war, weil ja, also ich habe jetzt erstmal keine Sun bekommen. Ich werde das Ganze nochmal mit einer größeren Summe testen oder vielleicht kann mir irgendeiner von euch Rückmeldung geben, der hier eine größere Summe investiert hat, wo man hier auch sieht, wie viel Sun man bekommen hat. Aber es ist definitiv so, meine Wink, hier habe ich jetzt eben 300, wenn du das hier seht, ja genau. Also bei meinem Wink hier habe ich jetzt eben diese 34.857 bekommen. Also das wird direkt, dieser Wert wird direkt in dein Wallet gebucht. Gib die wieder rein in Staking, maximal. Also hier kommt natürlich dann ein schöner Zinseszinseffekt wahrscheinlich auch noch mit dazu. Die Frage ist einfach nur, von woher kommen diese Wink? Müssten grundsätzlich hierher kommen. Das heißt, wenn sich hier jemand Wink ausleiht, der Jahreszinssatz, um sich Wink zu leihen, ist natürlich enorm, 21,88%. Aber der Jahreszinssatz um sich hier für Bitcoin, das ist auch ein Wert, der mich sehr, sehr fasziniert, weil wenn ich hier 10,52% in Bitcoin bekomme, ich meine, derzeit ist es ja noch so, dass hier das Ganze mit der Staking-Plattform hinterlegt ist. Ja? Das heißt, früher oder später wird das einmal wieder wegfallen. Aber Just Land wird ja bleiben. So, und jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich hier Coins hinterlege dann später und das an Zinsen bekomme, ich meine, im Bereich Bitcoin 10% mehr Bitcoin im Jahr ist schon eine spannende Geschichte. Ja? Muss ich ganz ehrlich sagen, das ist nichts im Vergleich zum Trading. Aber Bitcoin Trading ist sehr, 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 sehr schwierig. Also gerade wenn der Bitcoin eine extreme Hochphase macht, dann
immer noch auch Plusgewinne in Bitcoin zu machen, ist etwas, ein sehr komplexes Thema und woran sehr viele scheitern, weil man natürlich dann ganz andere Techniken auch verwenden muss. Aber es ist dann oft so, damit man einfach eher in Bitcoin zuerst mal verliert, dann erst später wieder gewinnt. Also immer in Bitcoin Gewinn zu machen, ist im Trading, ich möchte nicht sagen, es ist unmöglich, aber es ist sehr, sehr schwierig. Ja. Und hier denke ich, das kann eine gute Anlageform werden. Also Tron zu hinterlegen macht hier schon wieder keinen Sinn, ja, weil wenn ich hier 5,56% mehr Tron bekomme und im Staking bekomme ich 7,6 oder so irgendwas, sagen wir circa 7%, macht es keinen Sinn. US-Dollar macht für mich auch überhaupt keinen Sinn, 11%, also grundsätzlich sind die Prozente alle nicht jetzt so, damit ich sagen kann, ich höre jetzt mit dem Trading auf und investiere hier in eine Landing-Plattform. Aber ich finde es für Leute, die sich einfach total gegen Trading wehren, keine schlechte Alternative. Ja, also ich finde es immer unverständlich, aber mit Medtronic ist Trading so einfach, da gibt es nichts, also das gibt es nichts Einfacheres, vielleicht gibt es noch was Einfacheres, aber es ist schon sehr, sehr einfach geworden, hier Geld zu verdienen. Aber ich finde es eine gute Möglichkeit für Leute, die auch so wie ich immer ein bisschen durchtesten, damit sie ein bisschen sehen, was gibt so ein bisschen Neues auf dem Kryptomarkt. Und ich finde das ja immer wieder ganz interessant, was hier alles immer möglich ist. Ja. Gut, also nochmal ganz kurz zusammengefasst, wenn ihr hier auf JustLand diese Coins hinterlegt, wird automatisch auf Sun das Mining aktiviert für den Coin. Bei mir ist es jetzt so gewesen, dass ich beim Wind Landing, also beim Wink Landing, noch keine Sun bekommen habe, aber ich werde hier schauen, damit ich eine größere Summe anlege. Und es muss nämlich auch so sein, damit man Sun auch dazu bekommt, weil hier steht ja to be mined 2633 Sun. Das bedeutet, bei mir ist zu 99,9% einfach der Betrag zu gering gewesen, als dass er hier angezeigt wird. Es ist ja immer so, dass diese Mining-Geschichten, also das ist jetzt auch wieder eine gute Möglichkeit für alle Leute, die immer noch bei Just im Minus sind und nach wie vor sagen, ich verkaufe den Just nicht, bevor er wieder auf Nein, mittlerweile sind wir bei 0,03, da ist wieder gefallen. Aber wir haben ja angefangen, den Just zu traden hier bei 0,075. Das heißt, hier immer noch minus 50, minus 60%. Kann ich jetzt natürlich hier ganz gut einfach auf dieser Plattform wieder hinterlegen. Ich bekomme jetzt nur 15,41% im Jahr, aber das ist jetzt natürlich die Geschichte. Realisiere ich meine Verluste, weil ich panisch bin und nicht mehr daran glaube, dass Just irgendwann mal wieder steigt? Oder sage ich, okay, gut, im Grunde genommen, Verlust habe ich dann, wenn ich den Verlust realisiere. Ich nehme meine Just, lege die hier in den Landing Pool rein, bekomme mehr Just und ein paar Sun dazu. Beides hat Potenzial wieder zu steigen. Ja, also hier kann ich wirklich risikolos meine Just vermehren. So, und wenn ich hier jetzt um 15% mehr Just bekomme auf die Summe, die ich habe, das kann sich schon ganz gut auswirken. Was es noch gibt, es gibt hier die Möglichkeit, ein Proposal zu machen, wenn man Minimum 200 Millionen Just hat. Gut, ich finde jetzt diesen Wert etwas hoch, weil wenn ich mir jetzt anschaue, 200 Millionen, ich hoffe, ich habe das jetzt hier die richtigen 200 Millionen, das wären 5 Millionen, also 5,5 Millionen Dollar. Also entweder ist hier
irgendwo ein, wo haben wir es? Entweder ist hier irgendwo noch ein Fehler drinnen. Oder wo habe ich das gestern gelesen? Proposal. Genau. User who hold more than 200 million votes. Das heißt, ein Vote ist immer ein Just. Und ich muss mehr wie 200 Millionen Votes halten, damit ich hier ein Proposal auf der, also einen Verbesserungsvorschlag, damit ich hier einen Verbesserungsvorschlag auf der Just-Plattform einreichen kann. Gut. Das Ganze dann Governance zu nennen und die Community kann abstimmen, finde ich jetzt etwas überbewertet, ja, weil ja, 5,5 Millionen in Just muss man zuerst einmal haben. Ja. Also ich würde mal behaupten, wenn man hier zwei Nullen weglässt und das Ganze auf 2 Millionen runter reduziert, ist es immer noch sehr viel Geld, wird immer noch nur einen minimalen Anteil der Bevölkerung oder der Nutzer betreffen und wäre vielleicht eher realistisch. Ja. Aber gut, vielleicht wird das noch geändert, vielleicht ist es auch wirklich nur ein Fehler und hier wurde das irgendwie ein bisschen nicht überbewertet, aber ja, vielleicht doch schon überbewertet. Ja. Wenn ich mir dann nämlich auch noch denke, dass der Just vielleicht dann wirklich wieder zurückgeht auf die 8 Cent oder auf die 10 oder auf den 10 Cent, wo ich mir mal gedacht habe, dass wir hingehen. Gut, das wären dann 20 Millionen Euro oder 20 Millionen US-Dollar in Just, die du haben musst, damit du überhaupt ein Proposal erstellen kannst. Wird dann schwierig, glaube ich, damit hier ein bisschen Leute Mitspracherecht haben. Und ja, aber gut. Schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Wie gesagt, derzeit ist es eben so, man hat hier diese Coins zur Verfügung, man bekommt diese Prozente. Die Prozente nehmen derzeit, ja, möchte mal sagen, rasant ab. Ja, weil gestern Abend waren wir noch bei 50%. Jetzt nicht mal 24 Stunden später sind wir bei 38,69%. Und ich bin der Meinung, das wird noch weiter fallen, weil es kommen immer jetzt ständig neue Leute dazu. Und nicht jeder ist so verwöhnt von Metronix, damit er hier 1-2% am Tag macht, sondern viele kennen Metronix noch gar nicht und für den sind 38% im Jahr ein Wahnsinn. Ja? Und ist auch. Also ist auch sehr viel Geld. Ja? 38% im Jahr. Also ich kenne Leute, die machen nicht mal 1% im Jahr und für den sind hier 5 und 10% und alles über 10% sowieso unrealistisch. Deswegen hier eine tolle Sache für Leute, die einfach nur investieren und sagen, ich will mich mit Trading nicht eine Minute auseinandersetzen, sondern ich will wirklich nur einfach hier und hier Coins hinterlegen, relativ sicher und das einfach zu den besten Konditionen. Und da ist hier einfach Justland meiner Meinung nach wieder eine sehr gute Plattform dafür. Gut. In diesem Sinne, ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video wieder etwas Einblick in die Materie von Tron geben. Vielleicht konnte ich euch auch ein bisschen dazu überreden, euch Metronix anzuschauen und mit Metronix zu traden. Wenn ihr noch nicht wisst, was Metronix ist oder wenn ihr euch auch gerne mal auf Justland registrieren wollt oder mit Justland arbeiten wollt, ihr braucht für Justland ein Tronlink-Wallet zuerst, dann könnt ihr euch über das Tronlink-Wallet hier eben einloggen. Und ja, dann geht es auch schon los. Ihr habt gesehen, wie es funktioniert. Also wenn ihr diese Coins, die hier gelistet sind, noch nicht habt, aber ihr schon Tron habt, also Tron ist eher die Ausgangssituation, dann gibt es hier über JustSwap eine ganz einfache Möglichkeit, wie ich das eben swappen kann. Das heißt, ich brauche hier nur Tron hinsenden, so wie wir es mit US-Dollar gemacht haben, kann ich hier alle anderen Coins auch swappen, kann die dann eben hier hinterlegen und bekomme automatisch dadurch auf der, das heißt, ich brauche hier nicht nochmal extra irgendetwas machen,
sondern die Sun-Plattform greift auf die Just Land-Plattform Seed, damit du diese Coins in deinem Wallet hast als Landing-Token. Und dadurch, dass du die Coins als Landing-Token besitzt, ist es so, damit du auch an dem Sun-Mining eben teilnimmst und das dann automatisch bekommst. Und über die Plattform hier siehst du eben, welche Gewinne du eben hier bei Win bekommen hast. So, ich muss das hier jetzt mal kurz neu aufbauen, weil hier steht, ich habe schon wieder 2, noch irgendwas Win gewonnen. Okay. Ja, gut. Das war's an dieser Stelle. Alle wichtigen Links findest du wieder unter diesem Video. Wenn du dir auch mal Metronics anschauen möchtest, auch wieder unter diesem Video. Komm einfach zu uns in die Telegram-Gruppe. Wir werden immer mehr Nutzer. Und ja, ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, lass mir einen Daumen nach oben da. Wenn nein, gib mir ruhig einen Daumen nach unten. Aber schreib mir bitte in den Kommentaren, was dir nicht gefallen hat. Weil nur so kann auch ich mich verbessern und in den nächsten Videos das vielleicht auch schon umsetzen. In diesem Sinne wünsche ich dir noch viel Erfolg mit Justland und maximale Profite mit Metronics.